Nein sagen, Nein zu der EU, Nein zu den Ausländern und Nein zu fremden Richtern. Nur so können die Schweiz ihren Wohlstand behalten. Und das sei jetzt die ganz grosse Aufgabe der SVP. Die SVP muss einfach den Auftrag, den man ihr gegeben hat, in der letzten Wahl, den muss sie ernst nehmen und den muss sie umsetzen. Wenn wir das nicht machen, werden wir abgestraft werden in 4 Jahren. Also wir haben jetzt eine schwierige Aufgabe. Das heisst vor allem, dass wir den Volkswillen umsetzen müssen. Und auch das Jahr das ganz grosse Thema. Alles Ausländer. Und alle Kriminellen davon müssen raus. Und genau darum hagelt es aus dem Publikum Buhrufe und Pfiff für den Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, wo er sagt, dass Durchsetzungsinitiativen nicht angenommen werden dürfen. Ihn stört das nicht weiter. Das ist natürlich hier ganz konservativ, aber gut. Es ist eine Demonstration vom Zusammenstehen, vom Miteinander, wo unsere Errungenschaften verteidigen, da habe ich noch gar nichts dagegen. Ich habe Differenzen, die es gibt zwischen dem Publikum rund um Christoph Bloch herum. Keine Differenzen gibt es innerhalb der SVP. Kritische Stimmen gibt es auch nicht. Und Selbstkritik gehört mir nicht. Schließlich mache ich die SVP alles richtig. Innerhalb der SVP läuft nichts schief. Innerhalb der SVP müssen wir eine Diskussionskultur pflegen, wo auch die Auseinandersetzung möglich ist. Möglich, auch wenn halt manchmal ein bisschen lauterer Ton. Der sei aber nicht immer so laut. Bei den Enkeln bin ich ganz viel. Wenn ich mit einer Frau rede, nein. Aber wenn ich muss sagen, jetzt wird die Diktatur nicht eingeführt und das Volk überfahren, kannst du nicht laut genug reden. Und laut bleibe ich es auch in Zukunft. Auch wenn die zwei lautesten Exponenten jetzt von der Parteispitze zurücktreten, werde ich sich weder am Inhalt noch am Ton etwas ändern.